Goldig, aber ich wage es jetzt mal, es ist sehr riskant, aber ich gehe auf die Nummer 2. Du liebst ja das Risiko, wie wir alle wissen. Ja. Mike? Ja, Nummer 1 hat für mich einen Marktstand. Wenn er aus Hamburg kommen würde, würde ich sagen, der Topmann vom Fischmarkt. Kommt er aber nicht, aber ich glaube, mit Gold hat er nicht so viel zu tun. Nummer 2 ist, arbeitet natürlich als Abteilungsleiter in der Deutschen Bundesbank. und Kandidat Nummer 3, dem wünsche ich mir einfach, dass er das ist, weil wenn ich Goldgräber besetzen müsste im Film, würde ich ihn natürlich nehmen. Ja. Deshalb hoffe ich, dass er das ist. Da feuert ihr wieder mit breitem Schrot auf alle, weil ihr es nicht wisst und euch nicht sicher seid. Jeder nimmt einen, aber Kim ist sich sicher. Ja? Kandidat Nummer 3, der aussieht und lächelt wie Richard Gere. Ja. Stellt euch doch mal vor, deine Frau steht mit Richard neben Gere. Stell dir das lieber nicht vor. Er findet so einen Goldbarren und der super. Ist es. Der ist es, die 3. Ja, wer ist jetzt unser Goldjunge hier von den 3? Schaut hin. Ja, nein. Ja, bei so einer Begründung, Kim, muss er ja aufstehen. Ne? Jetzt kommt's auch er ist auf der 3, wer ist auf Position 1, bitte? Ja, mein Name ist Roland Riedl, ich habe früher Arbeitsmedizin gemacht und habe seit 20 Jahren eine Künstler- und Eventagentur in Greding. Und das siehste. Schön, dass Sie da sind. Sehr schön geschwindelt. Kandidat 2. Also ich bin Daniel Kunde, komme aus Wallenstadt und habe Gold höchstens im Glas und ich bin nämlich Winzer. Super. Und bevor wir mit Franz Andorf reden, wollen wir uns ihn mal bei der Arbeit anschauen. Mit der Waschrinne, da trennt er schon mal grobes von feinerem Gestein. Da sehen wir das. Dann schwenkt er diesen Rest hier. Und zwar wird er immer langsamer. Vielleicht gibt der Rhein ja was her heute. Und da sieht man diesen Flitter. Die schweren Goldkörnchen haben sich abgesetzt am Grund. Und die wird er feinsäuberlich in so ein Reagenzgläschen abfüllen. Gar nicht schlecht. Freut sich über diesen kleinen Goldschatz Franz Andorf, unser Goldsucher. Gold gibt es ja überall, wie Sie sagen. Woher weiß ich denn genau wo? Also ich weiß es natürlich, wo das Gold liegt. Das heißt, ich gehe zu bestimmten Jahreszeiten immer beispielsweise am Rhein durch. Ich erkunde die verschiedenen Geröllbänke und weiß natürlich auch aufgrund von Hochwässer und so weiter, wo sich die schweren Mineralien anreichern. Mhm. Und dann wird getestet. Dann wird prospektiert und dann weiß ich, wo mehr liegt als an einer anderen Stelle. Ich habe jetzt hier mal so dieses Röhrchen, das Sie eben so abgefüllt haben. Da sieht man das Gold. Was ist das für ein Wert, dieser kleine Flitter hier? Das ist ganz minimal. Also der Wert ist nicht sehr groß. Ein paar Zahnfüllungen. Am Tag kann man vielleicht ein Gramm an einer guten Stelle finden oder 2. Woher kommt denn das Gold überhaupt immer? Das kommt aus der Schweiz. Ja, es gibt 2 Rheingoldquellen. Die eine ist in Graubünden und was da über den jungen Rhein runterkommt, landet dann im Bodensee. Ja, und dann gibt es eine 2. Lagerstätte, die ist für uns entscheidend. Das ist das NAF-Gebiet. Das ist zwischen Bern und Luzern, das gesamte Vorgebirge zu den Alpen. Das ist der NAF. Mhm. Und der erste Fluss, der es in den Rhein bringt, ist die Aare. Ah, okay, da kommt und es her. Und ab da haben wir unser Rheingold. Was ist das Besondere am Rheingold? Das Rheingold. Das ist was ganz Tolles. Es gibt ja Gold und Gold. Das ist ja unterschiedlich von der Zusammensetzung. Ne? Ja, es ist das chemisch gleiche Gold. Es ist genau genommen eigentlich eine leichte Legierung. Es ist ein bisschen Silber, Kupfer und so weiter dabei. Das kommt durch die Anreicherung. Ja. Und es ist einfach das Rheingold. Kann man nicht beschreiben, das ist ein Gefühl. Aber ich kann mir vorstellen, die Menschen, die zu Ihnen in diese Goldwäscherkurse kommen, die freuen sich diebisch, wenn sie hier so ein kleines Reagenzgläschen voll haben. Ja, die hören ja nie pünktlich auf. Da will man ja auch was finden, ist ja klar. Ja, ne? Und vor allem, wenn sie es dann begreifen, wie es funktioniert mit der Pfanne, dann hören sie nicht mehr auf. Dann, weil in jeder Pfanne ist ja was drin. Pause wird auch keine gemacht. Der Tag, der endet irgendwann. Doch sehr emotional, ne? Sowas. Ja, der Tag endet eben irgendwann und so lange wird jede Pfanne ausgelöst. Und abends gibt es eine gemeinsame Fürführung von James Bond Goldfinger. Hey, die sind ein bisschen fertig, dann sind K.O. Unser Kandidat, vielen Dank.
Na, das sind aber mal gut gelaunte Kandidaten hier. Unsere Schwindler aus den ersten beiden Runden, ne? Haben sie toll gemacht, den einen oder anderen Punkt auch ergattert, sodass man bilanzierend sagen könnte vor dieser letzten Runde, das war eine runde Sache. Runde Sache. Motto der letzten Runde, vier Geschichten. Kim darf wieder loslegen. Runde Sache und die Eins. Sehr gerne. Ah, ich kann mich nicht mehr erinnern, was Ihr Berufsname ist. Erzählen Sie mal Ihre Geschichte. Also meine runde Sache ist, ich habe Finger-Hula-Hoop erfunden. Finger-Urlaub? Finger-Hula-Hoop. Das kam mir durch die Fidget-Spinner, die damals so bekannt waren. Das war mir aber ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu Mainstream. Deswegen habe ich mir so Schlüsselringe genommen, habe die um die Hände gemacht. Dient auch so ein bisschen zur Entspannung. Und die Videos dazu in meinem YouTube-Kanal kommen auch richtig gut an. Also Fingerurlaub, hätte ich jetzt nichts drunter mir vorstellen. Fingerurlaub, genau. Weiß ich doch schon, dass ich genauso wenig verstanden habe, wie wenn es Fingerurlaub gewesen wäre. Okay. So, Mike. Jetzt bin ich gespannt. Der Winzer, bitte, runde Sache. Rund sind meine Weinperlen. Ich habe Perlen entwickelt, die sind gefüllt mit verschiedenen Weinen. Sowohl als Weißweinperlen, Roséweinperlen oder Rotweinperlen, nämlich die kleine Kügelchen. Und Kredenz zu manchen Speisen, vor allem Süßspeisen und Desserts sind dazu ganz gut geeignet. Die Perlen zerplatzen im Mund und die Flüssigkeit explodiert in den Gaumen. Und will man das? Es ist ein sehr schönes Geschmackserlebnis. Schatz, ich habe dir wieder zwei Perlen mitgebracht heute, eine rot, eine weiß. Ich denke, als Winzer hat man, glaube ich, das Hauptziel, dass man möglichst viel Wein verkauft. Wenn ich jetzt den Wein in kleine Perlen tue, ja, hast du wenig, dann, ne? Bis ich da so ein Viertelliter zusammen habe, das dauert doch schon den einen oder anderen. Nummer drei, Ihre runde Sache, bitte. Also ich bin eine Klavierspielerin und das Besondere daran, ich spiele ein rundes Klavier. Dieses runde Klavier ist sehr einzigartig. Auf der Welt gibt es bis jetzt nur vier Stück davon. Das sieht so aus, dass dieses runde Klavier um mich herum ist. Ja. Hat 294 Tasten, ja. 40 Oktaven, also viel mehr als ein normales Klavier. Und ja. Deshalb, also ich sitze in der Mitte, habe einen Drehstuhl. Danke, danke, danke. Klingt gut. Klingt gut. Das klingt gut, aber wenn ich mir das jetzt in der Praxis vorstelle, genau. Ich meine, als Konstruktion ist es schön. Toll. Und sicher sehr effektvoll, wenn ja, ich mal da und dann in den Drehstuhl, dann mal da oder und so. Dann vielleicht da. Ja. Ja. Und du kannst Publikum vor dir und hinter dir platzieren. Und da kannst du viel mehr Eintrittskarten verkaufen. Das zu bauen, aber Leute, nee. Das zu bauen. Also ein Flügel kann es nicht sein, das ist viel zu teuer. Und ein Klavier, was hochgeht, ist ja auch nicht interessant, weil da bin ich ja verbaut. Nein, nein, ich glaube es nicht. Cleverle. Das ging schnell. Nummer vier. Danke. Wer ist die runde Sache? Ja, bei mir im Körper läuft alles rund, man sieht es ja. 45% der Bevölkerung haben natürlich einen Reizdarm und haben Darmprobleme. Und aus meiner Zeit der Arbeitsmedizin habe ich natürlich ein Klobuch geschrieben. Das heißt, ich habe festgestellt, wenn man auf dem Klo Witze liest, also so eine Witzesammlung, dann regt es die Verdauung an. Und ich will noch anmerken, natürlich, Gedichte helfen auch bei Durchfall. Aber das heißt, ein Witzebuch haben Sie geschrieben? Oder ja, das ist halt ein Buch, wenn man auf dem Klo liest. So, das ist ein Taschenbuch. Ein kleines Taschenbuch, da stehen ja so Anekdoten drin, also verschiedene. Die gibt's doch schon, oder? Diese, ja, das ist ein ganz besonderes Buch. Ja, das ist besonders. Thematisch. Hilft gegen Reizdarm. Hilft gegen Reizdarm. Sind Scheißwitze dann, muss man sagen. Ne? Also sind halt. Okay. Ich glaube, dass ich würde es Ihnen gönnen, aber ich glaube es tatsächlich nicht, weil dann kann man ja weiterhin Hirschhausen auf dem Klo lesen. So, da sind ja alle falsch. Da habt ihr alle Unrecht, wenn ihr sagt 1, 3 oder 4 oder hat ihr überhaupt die richtige Geschichte? Keine Ahnung, denn ihr habt alle rot. Das stimmt, das ist neu. Ha, das haben wir das noch nie gehabt? Doch, alle rot? Doch. Ich glaube, wir kriegen jetzt was zu essen. Oder eins. Es explodiert im Mund. Jawohl! Oh mein Gott! Als meine Oma! Daniel Kuhnle hat uns natürlich eine Kostprobe mitgebracht. Schaut mal, wie schön diese roten Perlen hier blubbern im Trockeneis.
Super. Das ist eine tolle Sache, lieber Herr Kuhnle. Woraus besteht denn die Hülle dieser Perlen? Also die Hülle der Perlen ist ein Alginat, also ein Algenextrakt. Und in dieser Kugel kommt dann der Wein rein, also in diesem Fall Rotwein. Und in dem Glas ist unten das Trockeneis drin. Dieses entfaltet sich und bringt die Perlen zum Schweben. Wie kriege ich die jetzt? Trinken darf ich es ja nicht. Man nimmt den Löffel und fischt die einzelnen Perlen heraus und isst dann die. Ja, ist viel unkomplizierter als Wein trinken, ne? Toll. Wir sind deutschlandweit der erste Anbieter dieser Perlen in dieser Art, also mit Wein. Das macht aber Spaß. Wird aber auch ein bisschen Gelee-artig da drin, ne? Das ist nicht manchmal toll. Ja, toll, ne? Ist aber komplett frei von tierischen Eiweißen, also komplett ohne Gelatine, also reines Algenextrakt. Und in diesem Fall haben wir eine Weißweinperle, die nennt man ganz gut zu sämtlichen Süßspeisen, super lecker. Zu Desserts passt es eigentlich hervorragend dazu. Danke, tolles Thema, klasse Sache. Daniel Kuhnle bei Sagt die Wahrheit. Und diese Sendung gibt es nicht in Perlen. Die Sendung selbst ist eine Perle. Am nächsten Montag wieder. Dankeschön und ciao.